Jo, hallo, herzlich willkommen bei Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Endlichkeit. Und nun schauen wir die Shops an. Das Infobrett. Lohn, stabiler Efeu, tatsächlich. Ist ja alles stabiler Efeu, würde ich sagen. Nicht mal eins, was relativ einfach ist. Du musst Warmboy retten. Halt dich mal, Warmboy. Möchtest du gleich auf den Shop, du musst Warmboy retten, zu erledigen? Ja. Du machst dich also auf den Weg. Du musst Warmboy retten. Zu erledigen? Das Shop-Portal ist geöffnet. Viel Erfolg. Jui, dann geht's los. Ja, auf den Weg. Gut. Gut. Dann gehen wir los. Ah, da ist vorwärts gut. Kann man hier entlang laufen? Ein Klick, die Klack, oder nee, ein Klick einfach nur. Und super! Oh. Schon wieder hat den besiegt. Oh, das ist ja toll. So, müssen wir jetzt rein? Ja, hier hinein. Ja, möchtest du hinein? Nein, ich tue nur so. Na klar, will ich doch hinein. So, Geld aufgehoben. Alle hier rauf. Und hoch. Die drei sind hier. Kommt. Wer sieht. Geht das, wenn ich jetzt hier Rucksack speichert? Nee, das geht nicht. Besiegt. Wie da weitergehen? Die Westhöhle. Ich hab die Ebene angekommen, wo sich Warmboy befindet. Dann suchen wir Warmboy. Toten mal wechseln. Hier unten ist noch ein Büser. So ein wildes Pokémon. So, dann gehen wir wieder hoch. Gott. Nein. Es wäre ja blöd, wenn ich hier rausgehen würde. Einfach die Treppe ignorieren und Warmboy suchen. Wo ist er denn? Da ist das schüchterne und aufgedrehte Warmboy. Bleib verdammt hier, du Luther! Geschafft, Warmboy gefunden! Gut gemacht! Danke für die Rettung! Pikachu hält das Teamabzeichen in die Höhe. Dungeon verlassen? Ja. Dungeon wurde verlassen. Pika hat Stufenberg Westhöhle mit den Job mit Bravour verstanden und erledigt. Danke, dass ihr Warmboy geholfen habt. Herr, was für ein Schaffach für ein Warmboy, bitte. Ihr habt ja euren Lohn. 100 E. Poke. 2 Einheiten stabiler Efeu. Eine Einheit stabiler Efeu. Ein Stück Items Warpsame. Jo, auch danke. Am nächsten Morgen. Gibt's keine Sorgen. Guten Morgen, Pika. Wirklich toll, dass wir gestern stabilen Efeu bekommen haben, was? Da kann Strebuli jetzt üben. Suche Strebuli am besten schnell auf und bring ihm den stabilen Efeu.
Das ist doch genau stabiler Efeu. Und damit kannst du jetzt üben und dein Gespür fürs Bauen wieder erlangen, okay? Und hier hat Strepoli stabilen Efeu überreicht. Ihr zwei, also ihr seid wirklich. Buhu! Besten Dank! Damit bekomme ich auf jeden Fall wieder ein Gefühl fürs Bauen. Ihr werdet mal sehen, was für ein Baumeister noch in mir steckt. Haben ein wenig Geduld. Klar, wir freuen uns schon. Viel Glück, Strepoli. Und Jeffik hier. So. Geld. Ablegen. Das ganze Geld hier ab. Und wir sagen, machen wir noch einen Shop. Ja, wir schauen uns das Pad an. Ein ganz besonderes Geschenk. Nehme ich dann ein Geschenk? Ich brauche eine Rätselbox. Was soll ich finden? Ja, das will ich machen. Du machst dich auf den Weg, ein ganz besonderes Geschenk zu erledigen. Ja, das will ich. Schappetal ist geöffnet. Viel Erfolg. Danke. Und hinein. Stufenberg Osteingang. Ja. So, Zentralhügel. Besiegt. Weiter ging ja. Rüsthöhle. O4. Eben angekommen. Wo Rätselbox ist. Und Dummies hat den zweiten Gegner schon alleine besiegt. Wow. Supi. Supi. Gut. Gut, es wollen noch Rätselbox finden. Eine Sackgasse. A little money. Da, nein. Beutel ist voll. Nicht gut, dass der Beutel voll ist. Was mache ich denn damit? Einer. Vitaler wurde eingesetzt. Keine Ahnung, was soll. Ich einfach. Damit ich es aufheben kann, das Item. So, dann mal jetzt noch am besten. Explosivsamen, Essen, Pika und dann explodierte. Boom. Ach gut. Wo ist denn das Item jetzt hin? Diese Wege hier sind echt unlustig, die ganze Zeit hoch, runter. Wie eine Sackgasse.
Hier sind eine Pfirsichbeere. Vielleicht hier. Oh, die Rätselbox. Komm mal, Zucker, tatsächlich. Mitnehmen. Du hast die Tür gefunden. Gut gemacht. Verlassen? Ja, das will ich. Ganz ruhig verlassen. Stufenberg, was für eine Probe bestanden. Danke, dass ihr die Term-Rätselbox für mich besorgt habt. Na, bitte doch, Krill-Cheater. Das Lohn für eure Mühe. 100 Poke erhalten. 2 Einheiten fruchtbare Erde. Okay. Baumaterial wurde in die Lagertruhe geschickt. Frische Kräuter. Ein Stück Flinksamen. Okay. Danke auch. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Pika. Auch heute geben wir wieder unser Bestes. Beste speichern. Ich habe Nein gedrückt. Ach, wir werden jetzt schon nichts Schlechtes erleben. Doch jetzt kommt eine Gestalt. Strebuli. Oh, Strebuli. Und die beiden Praktibalk. Entschuldigt, dass es so gedauert hat. Aber heute feiern Strebuli und Co. ihre große Ladenöffnung. Echt? Das heißt ja, dann ja. Du sagst es. Ich bin zwar noch nicht wieder der Rasse Alte, aber es wird langsam. Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder einen guten Gewissens Alte Baumeister arbeiten. Der Boss hat gestern die ganze Nacht geübt und kein Auge zugemacht. Und natürlich haben wir dafür gesorgt, dass wir auch kein Auge zukriegen. Ihr habt doch gesagt, ihr wollt Pokémon-Paradies errichten, oder? Dort wollt ihr also bestimmt auch ein paar Einrichtungen bauen. Das übernehmen wir. Echt? Das würdet ihr für uns machen? Selbstverständlich. Ich bin zwar noch nicht noch etwas aus der Übung, aber ich lege mich ins Zeug. Und natürlich kümmern wir uns auch um die Erschließung eures Grundstücks. Erschließung? Ja, ist doch nicht alles. Ist doch noch alles Brachland hier. Ich meine, Großteil des Grundstücks ist nicht mehr begehbar. Das stimmt. Unser Zuhause ist tatsächlich von lauter Brachland umgeben. Überall liegen Felsen und umgefallene Bäume herum, die den Weg versperren, um möglicher durchzukommen. Schon klar, auf Brachland wird man nicht so einfach Einrichtungen bauen, was? So ist es. Aber bei uns ist unser Grundstück in guten Händen. Wir erschließen es für euch und bereiten als mögliche alle möglichen Einrichtungen vor. Dann könnt ihr darauf bauen, wonach im Sinne euch im Sinn steht. Aber eins muss klar sein. Ob ihr nun Einrichtung baut oder Land erschließt, ihr müsst auch dafür Geld und Baumaterial. Baumaterial? Du meinst Sachen wie den Schiff, den ihr vorher zum Üben wolltest? Genau. Von diesem Baumaterial spreche ich. Ihr bekommt jetzt Lohn für Jobs. Ich erkläre euch kurz den Ablauf für den Aufbau eurer Einrichtung. Zuerst mal die einfach Jobs. Dann kommt ihr Geld. Nötigen Baumaterialien. Dann bittet ihr einfach uns, also Strebuli und Co. Und dann eure Brache zu erschließen. Und sobald es bei uns erschlossen ist, könnt ihr Einrichtungen drauf bauen. Für den Bau der Einrichtung darf es ein. Dann dessen Prozedere. Aha. Ihr erledigt einfach Jobs. Schafft nötige Geld und nötige Baumaterialien. Und Futschikowski ist es da. Worauf ich diverse Einrichtungen bauen können. Diesen großen und ganzen Ablauf. Los geht's mit eurer Erschließung. Du gibst Bescheid, wenn ihr so etwas seid. Danke, Strebuli. Sie sind auch ganz viel schlauer. Pika, wollen Traum vom Paradies einen Schritt näher kommen, erschließen wir, dass wir gebracht sind. Und bauen ein paar Einrichtungen, die uns Expedition helfen. Ja. Hinweis. Im Menü X Baumaterial wurde Baumaterial hinzugefügt. Dort steht, welche Baumaterialien, die Erschließungsgrundstück und für den Bau benötigt werden. Aha, gut. So, und nun speichern wir. Speichern und zurück zum Hauptmenü. So, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Und ja, 5,5 Stunden so gut wie schon gespielt, 5,25 Stunden.